Ja, hallo von der BASTA 2012 in Mainz. Ich stehe hier mit Daniel Wessels. Daniel, möchtest du dich kurz vorstellen? Gerne. Also wie gesagt, Daniel Wessels ist mein Name. Ich bin MVP für SharePoint seit der ersten Version. Wir haben eine Firma in München und machen Anpassungen, Entwicklung für SharePoint und Office. Und bin hier, um ein bisschen was zu den Neuerungen von SharePoint 2013 zu erzählen. Du hast heute Morgen eine Session gehalten mit dem Titel Was ist neu in SharePoint 2013? Welche Änderungen bringt da die neue Version? Es hat sich ziemlich viel getan. Leider oder zum Glück, das kann man jetzt drehen, wie man möchte. So meine persönlichen Highlights sind so viele Dinge, die im Bereich Social Media passiert sind, wo einfach viel Richtung Sachen ähnliches wie Twitter, Facebook, solche Geschichten, so eine Art Xing oder LinkedIn im eigentlichen Netzwerk zu fahren, um da wirklich sein Kollegennetzwerk auszubauen. Bei kleineren Unternehmen nicht ganz so dramatisch, bei größeren aber schon sehr, sehr spannend, weil ich dann wirklich die Chance habe, Kollegen zu finden, die ich vorher niemals gesehen hätte zum Beispiel. Gibt es irgendein SharePoint-Feature, egal ob jetzt alt oder neu, das dich besonders beeindruckt? Also hast du ein Lieblingsfeature? Ja, ist eigentlich auch ein neues und altes. Das gibt es seit 2010, das zum 13 jetzt aber enorm weiterentwickelt wurde. Geht um verwaltete Metadaten, also die Chance, seine Dokumente in so einer Art, wenn man möchte, Aktenplan oder einheitlicher Struktur abzulegen und die dort einzusortieren und auf der Basis auch durch die Dokumente und seine Sites oder Intranet durchzunavigieren, was schon sehr, sehr spannend ist, gerade in Bezug auf, wie baue ich Informationsportale auf und so weiter. Also da wird noch sehr viel passieren. Ich habe jetzt mir gerade so die Oberflächen und die Ansätze angeschaut, werde nachher auch was dazu erzählen und bin mal gespannt, was da noch im Detail wirklich passieren wird. Ja, das klingt doch spannend. Na dann vielen Dank und noch viel Spaß auf der BASTA. Dankeschön, gleichfalls.